Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Heute das Thema Fitness. Ich möchte euch da jetzt nicht so super auspowern, also wir gehen nicht jetzt unbedingt in den riesen Ausdauerbereich. Ich denke, das lässt sich in der Wohnung auch nicht ganz so schön machen. Was aber wichtig ist für uns Fechter, ist die Beweglichkeit nicht zu verlieren, ein bisschen Kräftigung, und ich mache da jetzt einen kleinen Mix für euch. Ihr seht schon, ich habe hier eine Fechtmaske in der Hand. Das heißt, wir werden viele dieser Übungen jetzt mit Fechtmaske oder einem Äquivalent machen. Also ich hatte es ja gestern schon mal angesprochen, vielleicht habt ihr einen leichten Ball zu Hause, könnt ihr was Schwereres nehmen, je nachdem, wie viel Kraft und Ausdauer ihr selber schon in eurem Fitnessbereich habt. Und damit legen wir aber erst los, nachdem wir uns wieder ein bisschen aufgewärmt haben, beziehungsweise mobilisiert haben. Das heißt, wir starten jetzt als erstes heute mit dem kleinen Mobilisierungsprogramm, was wir auch gestern gemacht haben beim Techniktraining. Ja, und dann sehen wir uns nach dem Mobilisierungstraining gleich wieder. Bis gleich. Wir beginnen mit dem Oberkörper, den Armen. Geht leicht in die Knie, schulterbreiter Stand, angenehm. Ich schaue, dass ich ein bisschen mittig im Bild stehe, dass ihr mich ordentlich seht. Wir strecken die Arme auf Schulterbreite, Schulterhöhe und probieren die auch die ganze Zeit in dieser Linie gestreckt zu lassen und fangen jetzt an, wie so ein Flugzeug vorwärts aus dem Oberkörper heraus Bewegungen zu machen. Machen wir 10 Mal. Und dann machen wir es in die andere Richtung. Rückwärts. Und immer schön probieren, die Arme halbwegs in einer Linie zu lassen, sodass man nicht einfach nur rudert. Gut. Als nächstes machen wir das sogenannte Kreuzen. Das heißt, wir holen weit aus. Denken uns alles mit dem rechten Arm. Wir schlagen die Arme untereinander und mit dem rechten einmal unten drunter. Hinten an die Schulterblätter probieren, locker anzufassen. Ausholen und dann mit dem rechten Arm oben drüber. Und das schön locker und flüssig, ohne sich dabei selbst zu geißeln. Gut. Das war es erstmal zu Armen und Oberkörper. Jetzt stellen wir uns schön mit den Füßen eng zusammen, gehen leicht in die Knie, Hände an die Knie fassen und fangen an, in eine Richtung erstmal leicht zu kreisen und immer, wenn wir nach unten gehen, leicht die Knie zu beugen. Jetzt die andere Seite. 1, 2, 3, 4. 5. Okay, jetzt probieren wir das mit einer ähnlichen Übung im parallelen Stand. Fußspitzen zeigen nach vorne, Knie sind ungefähr über den Hacken. Oberkörper ist gerade und wir probieren auch jetzt hier die Knie parallel zu kreisen. Erstmal nach links 5 Mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt in die andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5. Ein bisschen ausschütteln. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter zurück, dass ihr auch meine Füße seht. Jetzt gehen wir einmal komplett runter. Wichtig ist jetzt bei der Übung, erstens, dass ihr eine Hose anhabt, die jetzt nicht reißt. Also ich hoffe, ihr habt euch sportlich angezogen. Des Weiteren ist wichtig, dass ihr mit den Oberschenkeln auf den Unterschenkeln aufsitzt, sodass ihr da keine größere Anstrengung habt. Dann sollen die Knie in Richtung Fußspitzen zeigen. Also weder zu weit nach innen, noch zu weit nach außen. Ja, angenehm. Wer die Übung nicht in dieser Position machen kann, der geht einfach wie bei Kniebeugen in diese Position. Die Knie sollen maximal auf der Mitte des Spanns der Füße sein, auch wieder Richtung Fußspitzen zeigen, und dann könnt ihr die Übung auch machen. Gut, ich gehe wieder runter und wir fangen erstmal an. Wichtig ist, dass bei allen Übungen die Sohle komplett auf dem Fußboden bleiben soll. Wir fangen an, im Oberkörper nach links und rechts zu wippen, ohne umzufallen. Das ist für den einen oder anderen am Anfang vielleicht schon schwierig. Gut, jetzt fangen wir an, in eine Richtung mit dem Oberkörper zu kreisen. Und denkt dran, die Fußsohlen sollen die ganze Zeit auf dem Boden bleiben, komplett. Nicht die Hacke anheben, nicht den Vorderfuß anheben. Und die Richtung wechseln. Bei mir ist das jetzt rechts rum. Also Knetarzt sind übrigens nicht meine Knochen, sondern das Leder meiner Schuhe. Ganz so alt bin ich dann doch noch nicht.
Gut, jetzt ist wichtig, wir machen jetzt 5 Kniebeuge. Der erste zählt schon mit. Und dabei probieren wir immer wieder komplett runter zu gehen. Achtet drauf, wer Knieprobleme hat, der sollte noch nicht bis komplett runter gehen, sondern erstmal nur immer bis zur Hälfte. Wer schon seine Kniemuskulatur und seine Beine gut trainiert hat und da auch gesund ist, kann die Übung so machen wie ich. Das heißt, wichtigste, Rücken gerade, die Arme ausstrecken. Wie ihr das macht, ist mir egal, Hauptsache der Oberkörper ist gerade. Den Po nach hinten raus, das Gewicht auf die Hacken verlagern und aus den Hacken langsam hochdrücken. Nicht komplett die Beine durchdrücken und wieder runter, Po nach hinten, Gewicht auf die Hacken. Wenn ihr das Gewicht auf den Hacken habt, dann habt ihr eigentlich schon ganz viel Sicherheit für eure Knie. Wichtig ist jetzt, dass die Knie noch Richtung Fußspitzen zeigen. Das war die 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Gut. Waren eigentlich 6. Ist aber halb so schlimm, einer mehr, ist auch nicht schlecht. Gut, Beine ein bisschen ausschütteln. Jetzt haben wir Oberkörper, haben die Beine. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen was für die Hände. Und dazu gehen wir auf alle 4. Wichtig ist jetzt hierbei, ich mache das mal seitlich erstmal, dass ihr hier einen rechten Winkel habt und dass ihr auch hier einen rechten Winkel habt. Das heißt, euer Unterarmknochen ist direkt auf Höhe der Schultern. Ja, Rücken schön gerade. Ich drehe mich jetzt wieder um, dass ihr die Übung seht. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera einigermaßen. Jawohl. Ihr fangt jetzt an. Die Fingerspitzen zeigen nach vorne. Den kompletten Arm so nach vorne zu drehen, dass die Innenseiten eurer Ellenbogen, also die Ellenbogenkehle, nach vorne zeigt. Und dann wieder zurück. Das macht er 10 Mal. 2 und 3. Und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10. Gut. Jetzt nehmen wir die Fingerspitzen nach außen, ja, sodass die Daumen vorne sind. Und wichtig ist jetzt auch bei der Übung wieder nicht, also es soll nicht wehtun. Macht es bitte nur so weit, wie es machbar ist mit euren Handgelenken. Das ist auch tagesformabhängig. Das heißt, ihr lehnt euch jetzt erstmal langsam nach links. Ne, dann seht ihr, wie hier das Handgelenk einbeugt. Bis zu dem Punkt, wo ihr sagt, okay, so ist noch angenehm. Und dann lehnt ihr euch nach rechts, auch bis zu dem Punkt, wo es angenehm ist. Noch angenehmer. Also soll schon eine Belastung da sein. Und dann gleichmäßig links, rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dann noch die Unterarme. Das heißt, jetzt in dem Bereich die Fingerspitzen Richtung Knie drehen. Ein bisschen näher an die Knie ran. Wichtig, hinten die Fußspitzen jetzt aufsetzen und langsam mit dem Gesäß Richtung Hacken gehen, bis es leicht in den Unterarm zieht. Nur leicht, ja, wirklich nur andehnen. Andehnen heißt nur die Sehnen und Muskeln vorzubereiten auf die Belastung. Ja, durchdehnen wäre schlecht, dann ist die Muskulatur danach nicht mehr voll leistungsfähig. Und jetzt das gleiche flüssig vor. Na, etwas nach vorne lehnen und zurück. Langsam und gleichmäßig. 3, 4, 5. Gut, jetzt langsam hochkommen, Arme ausschütteln. Ja, ihr seht schon, ich habe jetzt die Kamera ein bisschen tiefer gestellt, sodass man auch den Bodenbereich mit sehen kann. Und wir fangen jetzt gleich mit verschiedenen Beweglichkeitsübungen an. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen mobilisiert. Das ist jetzt nichts dabei, wo wir sagen, wir können uns jetzt hier schwer verletzen.
Ihr solltet nur darauf achten, gerade wenn wir jetzt Sachen mit breitem Stand machen. Ich habe hier Holzfußboden, ist bei mir ein bisschen rutschig. Schaut auch bei euch, was ihr für einen Fußboden habt, ob das jetzt Linoleum ist, Parkett, was auch immer, dass ihr nicht so schnell wegrutschen könnt. Okay, Übung 1. Wir gehen so breit, wie ihr könnt, erstmal in die Grätsche. Lehnen uns mit dem Oberkörper nach vorne und wollen die Maske langsam so weit nach hinten ablegen, wie wir das schaffen. Und dann nehmen wir sie wieder und kommen wieder hoch. Und das macht ihr 10 Mal. Probiert dabei so tief zu kommen, wie ihr das schafft und so weit nach hinten, wie ihr könnt. Ihr wisst, ich bin Historiker, ich muss immer beim Zählen aufpassen, wenn ich dabei noch rede. 5, 6, 7. Legt sie wirklich ab. Nicht einfach nur hintergehen, sondern wirklich ablegen. 8, 9, 10. Langsam wieder hochkommen, Beine ein bisschen ausschütteln und auf geht's zur nächsten Übung. Bei der nächsten Übung wollen wir auch in einem Grätstand quasi mit der Maske, dem Ball oder was auch immer ihr habt, achten auf den Fußboden malen. Das heißt, wir gehen wieder sehr breit und ihr geht so breit, dass ihr euch nach rechts und nach links lehnen könnt. Ja, das heißt, ihr geht mit der Maske runter, greift die Maske zwischen den Händen oder dem Ball und legt ihn vielleicht vorsichtig auf die Seite und probiert ihn vorsichtig mit achten über den Fußboden zu nehmen. Das geht wahrscheinlich bei euch auf dem Teppich noch besser als bei mir. Und lehnt euch jedes Mal, macht das jetzt mal auf dem Holzfußboden lieber so, weil die Maske außen einen Gummirand hat. Ihr könnt probieren auch zu schieben, wenn es sein muss. Und dann lehnt ihr euch jedes Mal in den Ausfall auf der jeweiligen Seite. Achtet schön drauf, dass ihr mit dem Knie nicht zu weit nach außen kommt, sondern immer schön über der Standfläche des Fußes bleibt und macht es auch 10 Mal. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Auf geht's zur nächsten Übung. Bei manchen Übungen braucht ihr vielleicht eine Matte oder einen weichen Fußboden. Müsst ihr gucken, wie ihr das hinbekommt mit eurem Körper, wo es halt wehtun könnte bei verschiedenen Auflagepunkten. Was wir jetzt machen, ist uns in den Hürdensitz setzen. Das heißt, wir gehen runter, strecken das rechte Bein aus. Mal gucken, dass man mich noch ordentlich sieht. Sind im Hürdensitz und versuchen jetzt einfach die Maske von links einmal komplett rum und soweit es geht nach rechts zu bewegen. Immer schön vorne um den Fuß herum und wieder zurück. Das macht er auch 5 Mal auf der rechten Seite und dann wechselt er den Hürdensitz auf die andere Seite. Ich denke mal, ich war jetzt bei 3, 4, 5. Sechs. Sieben. Viel zu viel gemacht, weil ich so konzentriert bin. Ist auch nicht schlimm. Wechseln wir die Seite und machen das gleiche 5 Mal auf dieser Seite. Ich fange rechts an. 1, 2. 3, 4, 5. Ihr könnt natürlich auch wie gestern schon mehr machen. Ihr macht es so, wie ihr es für richtig haltet. Ja, macht euch die Wiederholung selbst.
Ihr könnt die Übung ja auch immer wieder machen. Gut, für die nächste Übung sitzen wir wieder im Hürdensitz. Wir nehmen jetzt unsere Fechtmaske, nehmen die in unsere Hände und probieren mit gestreckten Armen die Maske so weit nach hinten zu setzen, wie es nur geht, sie dann wieder anzuziehen. Und immer die Arme gestreckt lassen, also nicht ranziehen, strecken, sondern Arme gestreckt lassen, nach hinten schieben und wieder zurück. Nach hinten schieben und wieder zurück. Ich mache mal hier den Holzfußboden nicht kaputt und drehe das mal um. Also strecken, nach hinten schieben, zurück. Nach hinten schieben, zurück. Dazu habe ich jetzt hier wieder meinen Eschenstock, meinen Eschenstab. Nehmt was Äquivalentes, nehmt euer Schwert, nehmt einen Besenstiel, nehmt vom Wischmopp den Teleskopstab, alles was ihr zur Hand kriegen könnt. Es sollte nur wenigstens circa 1 Meter breit sein. Es kommt jetzt ein bisschen auf eure Mobilität im Oberkörper an. Gut, fangen wir an. Die erste Übung ist für den Oberkörper. Das heißt, wir stellen uns wieder leicht breitbeinig hin. So wie es euch angenehm ist, etwas schulterbreit, ein bisschen breiter als schulterbreit. Halten den Stock so breit, also auf Schulterhöhe ungefähr, nehmen ihn über den Kopf und fangen an, abwechselnd den Oberkörper nach links zu lehnen, soweit wie ihr kommt, und nach rechts zu lehnen, soweit wie ihr kommt. Und das jetzt flüssig. Und dann machen wir jede Seite 10 Mal, also 20 insgesamt, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut, das war Übung 1. Ihr könnt auch nachher am Ende aller Übungen überlegen, okay, vielleicht mache ich das nächste Mal anders und mache alles nur 5 Mal oder 6 Mal und mache dafür mehrere Sätze, so wie euch das obliegt. Ich möchte euch nur gerne die Übungen eben zeigen und habe euch hier nur eine Beispielanzeige gemacht. Am Ende liegt alles immer an eurer individuellen Fitness, Beweglichkeit etc. Der Entengang um den Stock. Deshalb haben wir auch die Beine aufgewärmt. Das heißt, ihr nehmt jetzt den Stock oder Stab oder Schwert, was auch immer, steckt es mit der Spitze in den Boden, nicht tief rein, sondern nur festhalten und lauft 2 Runden um den Stock im Entengang. Erstmal mit dem rechten Arm dran, schön eng am Stock bleiben. So lustig es auch aussieht, für den einen oder anderen ist es vielleicht trotzdem anstrengend. Wenn ihr die 2 Runden habt, wechselt ihr den Arm und geht in die andere Richtung. Gut, wenn ihr hiermit fertig seid, könnt ihr überlegen, ob ihr auch hier einen zweiten Satz macht oder ob ihr mehr Runden macht. Auch das wieder ganz eure Entscheidung. Ich kann euch noch eine Alternativübung geben für diese, die sagen, das ist mir zu simpel. Das nennt sich chinesischer Entengang. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Das heißt, ihr geht wieder wie bei den Aufwärmübungen komplett in die Hocke. Und dann lehnt ihr euer komplettes Körpergewicht auf das rechte Bein und hebt das linke Bein an, sodass ihr komplett auf der Hacke sitzt. Dann verlagert ihr das Gewicht mit einem Schritt vorwärts auf das Vorderbein, komplett wieder auf die Hacke und zieht in der Luft den rechten Fuß nach. Und das Ganze macht ihr jetzt 2-3 Mal vorwärts und dann wieder rückwärts. Ja, und dann habt ihr auch noch eine etwas High-Level-Übung dafür bekommen. Ihr könnt das natürlich auch in ein paar Tagen machen, wenn ihr sagt, ich habe jetzt diese Übung schon mehrfach gemacht, fühle mich so richtig fit dabei, jetzt probiere ich mal diesen chinesischen Entengang. Viel Spaß dabei. Wir waren jetzt aber beim Stock und wir haben hier noch was für den Rücken. Das heißt,
Bei der nächsten Übung stellen wir uns wieder, ich zeige das jetzt mal von vorne und von hinten, wieder leicht breitbeinig hin. Nehmen den Stock hinter den Rücken, lehnen uns mit dem Oberkörper nach vorne, schön gerade, und heben dann mit einem geraden Rücken den Stock an. Den Kopf dabei mit Blickrichtung nach unten, nicht wie ich zur Kamera gucken. Und dann wieder runter und wieder hoch. Und das macht er auch 10 Mal. 3. Probiert immer ein bisschen weiter zu kommen und den Rücken schön gerade lassen. Hier. Jetzt zeige ich es nochmal von der Seite. Probiert schön gerade zu bleiben. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Der Beugeschritt. Das heißt, wir nehmen die Füße eng zusammen, strecken den Stock oder Stab auf Schulterhöhe nach vorne und probieren jetzt abwechselnd mit dem rechten Knie und dem linken Knie an die Stange zu stoßen. Wichtig, nicht beschmuhen und die Stange runterheben. Ja, das ist dann so wie bei Otto, wenn ich mich hier hinhocke, ja, es geht bei der Kamera gerade nicht und dann den hier mache. Ja, machen wir nicht. Also schön anstrengen. Ist für euch vielleicht auch eine Herausforderung zu sagen, kriege ich das Knie überhaupt so hoch? Dann habt ihr schon eine Challenge für die nächsten Tage und Wochen. Das machen wir 20 Mal, das heißt pro Seite 10 Stück und machen das natürlich abwechselnd gleich rechts, links. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Schön ausschütteln die Beine wieder für die nächste Übung. Die nächste Übung nennt sich die Siegerpose. Dazu hocken wir uns oder setzen uns auf den Hintern, machen die Füße im 45-Grad-Winkel, Oberkörper schön gerade, nehmen die Stange hoch, gerade über den Kopf und bewegen uns nach links zum Publikum und bewegen uns nach rechts zum Publikum. Und das machen wir wieder 10 Mal links, 10 Mal rechts, also 20 Stück. Probiert auch nach Möglichkeit, euch einen Punkt an den Seiten zu suchen und dann einfach immer weiter zu kommen ein bisschen. 20. Gut, für die nächste Übung gehen wir in die Schulterbrücke. Das heißt, wir heben hier den Lendenbereich an, dass wir hier eine gerade Linie einigermaßen haben und nehmen 5 Mal den Stock über die rechte Seite unter dem Rücken durch. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann über die andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Und ab. Auch hier könnt ihr überlegen, 10 Mal rechts, 10 Mal links. Ganz nach eurem Belieben und Wünschen. Wenn wir einmal die Matte unten haben, machen wir gleich die nächste Übung auch im Sitzen. Und zwar
Wir setzen uns ordentlich und gerade hin, halten unseren Stock, Schwert, Degen, Florett, was auch immer, auf Schulterhöhe, gerade und probieren es vor unseren Füßen bei gestreckten Beinen abzulegen und halten das 20 Sekunden. Wir hocken uns auf unsere Unterschenkel, nehmen die Stange vor uns, lassen den Rücken gerade und schieben die Stange langsam nach vorne, soweit es geht. Den Po auf den Hacken lassen und einfach nur die Arme immer weiter strecken. 10 Sekunden halten. Langsam wieder zurückkommen, wieder gerade setzen und gleich nochmal. Kinn auf die Brust schön und schön strecken. Und langsam wieder zurück. Die nächste Übung müssen wir wieder auf den Lenden verbringen. Das heißt, ihr legt euren Stock, wie auch immer, ab. Legt euch auf den Rücken. Dann geht ihr mit dem Oberkörper hoch. Schaut, dass ihr kein Hohlkreuz dabei macht. Streckt die Beine. Könnt auch die Hände als Unterstützung nehmen. Und probiert, eure Beine so weit zu strecken, wie euer Stock oder eure Waffe sind. Und wieder zurück. Und das macht ihr auch 10 Mal. Soweit wie es geht. Diese Übung ist wieder etwas verwirrend, also ein bisschen verdrehend. Und zwar haben wir hier den Stock und probieren, unter unserem Arm hier durchzugehen. Und das machen wir 2 Mal. Das heißt, einmal und wieder runter und ein zweites Mal. Das ist natürlich optimal, wenn ihr es schafft, dass der Stock oder das Schwert nicht verrutscht. Und dann das Ganze auch über die andere Seite, linke Hand dran. Und unter dem eigenen Arm durchgehen, aufstehen und gleich nochmal. Ihr werdet merken, als Rechtshänder ist die linke Seite natürlich um einiges schwieriger. Gut, in der nächsten Übung probieren wir wieder in der Siegerstellung, also mit den Armen oben, im Ausfall ein paar Beweglichkeitsübungen zu machen. Das heißt, wir gehen jetzt in einen breiten Ausfall, beziehungsweise erstmal in einen breiten Grätschschritt, gehen in die Siegerposition und lehnen uns nach rechts. Schaut hier wieder, dass das Knie über der Standfläche des Fußes ist und halten das 10 Sekunden. Zehn und dann drehen wir uns einfach in der Hüfte nach links und machen das gleiche auf der anderen Seite. Wenn ihr den Fuß ein bisschen eindrehen müsst, ist auch nicht schlimm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, damit wäre ich mit den kleinen Mobilisierungsübungen erstmal durch. Wie gesagt, Länge der Übungen, Anzahl der Wiederholungen, Sätze, könnt ihr natürlich komplett an eure Bedürfnisse anpassen. Ich denke, jeder von euch weiß, wie fit er ist, was er sich zumuten kann und passt das einfach entsprechend an. Ja,
Mir fällt auch nichts weiter ein, erstmal noch zu sagen, außer dass ich mich schon freue, morgen weiterzumachen. Ein wichtiger Punkt vielleicht noch, meine Kids aus dem Excalibur Kids Programm, die sind natürlich auch zu Hause und möchten sich auch bewegen. Das heißt, ich werde ab morgen, übermorgen anfangen, auch Übungen für Kinder ins Netz zu stellen. Und würde euch natürlich bitten, wenn ihr irgendwen kennt, wo die Kids auch zu Hause sind, aus eurem Bekanntenkreis, auch aus eurem Freundschaftskreis zu sagen, okay, passt auf, vielleicht ist das was für euch, Kind ohne und mit Schwert, ein paar Übungen zu machen, einfach um sie bei Laune zu halten über die Zeit, dass sie sich bewegen und vielleicht sogar ein neues Hobby finden und dann vielleicht sogar bei euch in der Region, an der Schule, dem Verein oder der Gruppe anfangen wollen. Vielleicht eine neue Chance für euch, in eurem Verein ein Kindertraining aufzubauen, kann ich nur empfehlen, ist eine super Sache. Muss man natürlich auch Spaß dran haben, mit Kindern zu arbeiten. Aber das bringt am Ende den Sport nach vorn und auch eure Gruppe vor Ort. Ja, dann bleibt gesund, helft anderen Leuten, wo ihr nur könnt, in solchen Zeiten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.